Weil da geht dann der Abgang zum Schweine- und Tierstall runter. Ne? Batsch. Wunderbar. Da kommt dann eine Türe hin, vielleicht doch nicht. Genau, da kommt ein Bild hin, da kommt vielleicht noch ein Zaun hin. Nur mal gucken. Ich baue da mal kurz einen Zaun hin. Ich glaube aber fast, dass das dann zu eng wird, aber sonst wird es zu gefährlich. Ja. Naja, das geht ja. Ja, das machen wir so. Komm, das ist schön, das ist gut, gefällt mir. Ja, das gefällt mir sehr gut. Vielleicht macht man da dann auch noch einen Pfosten runter. So komplett drunter durch. Das wäre noch eine Idee. Von da oben nach da unten durchziehen. Das hätte doch Stil. Sicherlich hätte das Stil. Das gibt dem Haus auf jeden Fall so ein bisschen auch tragende Struktur. Ja. Schaut da jetzt zwar ein bisschen zugekleistert aus, aber es hat tragende Struktur. Von oben nach unten durchgezogen. Kann ich nichts dafür, wenn man das schon bauen muss, weil sonst kommt da die Decke runter, verstehe ich denn? Das ist sonst ganz schwierig und dann ist es ein statischer Fehler. Und wir wollen ja nicht, dass uns die Decke auf den Kopf fällt, ne? Das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Ganz schwierig ist das. Ja, wunderbar. Ah, dann könnte ich eigentlich unten die Raumaufteilung genauso machen wie hier oben. Ja, sogar 1:1 könnte ich die Raumaufteilung so machen. Genial. Mache ich auch. Genau, der geht ja schon tragen durch, den da brauchen wir nicht tragen machen. Dann gehen wir mal runter und ziehen die Posten. Müsst ihr mich verkackeiern? Verkackeiern heißt es nicht, verkackeiern. Nee, das ist mir gar nicht, jetzt trotzdem verkackt ein. Nein. Alles klar. Hat sicher seinen Reiz, ja. So, wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Schon wahrscheinlich 2 Stunden, glaube ich, jetzt schon. Oder mindestens 1,5. So, gut. Da muss auch noch ein Pfosten hin, dann kommt hier eine Doppeltür hin und dann geht's da runter in den Schweinestall. Wunderbar. Mobb mich nicht. Dann
Könnte ich jetzt eigentlich noch da den Eingangsbereich ein bisschen freischaufeln und dann würde ich sagen... So, das hat Stil. Das hat schon was jetzt, ne? Schon jetzt, obwohl ich noch gar kein Dach drauf habe. Schaut halt aus wie eine Bauruine. Yes. Den Crafting Table, Table. So. 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 Egal. Plus, minus das gleiche. Muss noch kurz was futtern. Wieso trage ich eigentlich lauter leere Schüsseln mit mir rum? Kann mir das jemand erklären? Gut, ich gehe dann mal kurz pennen. Und dann mache ich jetzt noch die Veranda fertig. Und dann würde ich langsam uns aufnehmen, beenden, denken. An ein Aufnahmeende. Mensch! Achso, aber für die Veranda brauche ich Cobblestone. Was brenne ich gerade? Bestimmt kein Cobblestone. Aber hier könnte ich eigentlich auch Stonebricks außenrum legen. Wie schaut das denn aus? So als umfassenden Rahmen. Das hat Stil. Ja, das gefällt mir. Ich habe ja keine Axt mehr. Das sind jetzt hier quasi drei. Oh, Cobblestone. Mischt. Das heißt, da muss ich noch ein... Nee. Mobb mich nicht. So. Und jetzt geht's hier entlang. Buddel, 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 buddel. Und dann ist hier nochmal so ein kleiner Hintereingang. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ich mach mal eben doch noch kurz eine Axt. Wir haben ja noch genug Eieren. Wir haben ja sogar noch eine Axt. Okay, fix. Nein, die Axt bleibt da, der Rest geht weg. Dreck bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber was ich brauche ist dann Oakwood. Und ich bräuchte dann noch Cobblestone. Wenn noch die zwei Trüppchen. Brauche ich dann Dreck? Egal, packen wir mal. Sonst brauche ich dann eigentlich jetzt erstmal nichts mehr. Yes! Das macht halt Eindruck. Und jetzt hier so ein Zaun. Soundchen. Und dann hier vielleicht auch wirklich auf der Breite aufhören. Und da wieder anfangen. Den da klopfen wir weg und stellen ganz in die Ecke. Ganz ins Eck. Der muss weg und ganz ins Eck. So. Ach komm.
Obwohl, nein, ich baue doch noch nicht ganz da hinten rüber. Das wäre schon fast ein bisschen arg übertrieben, oder? Wenn ich nur bis dahin baue. Ja. Also wieder wegmachen. Le Baum de Stamm. Le Stamm de Baum. Ach egal, ich kann kein Französisch. Merkt man, denke ich. Gut. Und dann muss hier halt noch ein Baumstamm hin. Genauer gesagt. Hier, dann muss das da weg. So, dann brauchen wir noch die Bricks. So. Sehr schön. Gefällt mir. Vor allem auch dieser tragende Stamm da. Der gefällt mir auch sehr gut. So, dann da vielleicht links und rechts noch so ein Ding hochziehen. Und da kann man dann tragende Stämme nach vorne ziehen. Ach Leute, ich könnte es natürlich ewig weiter aufnehmen, aber ich muss jetzt leider wirklich aufhören, weil es ist schon ultra spät und ich muss morgen wieder arbeiten. Das ist schön. Also ich finde, das hier schon ist halt annehmbar, wie das aussieht, oder? Oder nicht? So, von da weit weg. So, ich von hier so. Das schaut auch ganz tragbar aus. Na? So wie eine kleine Farm, wie so eine Range im Westen, Western, Texas. Genau, da muss ich noch die Blumenkübel hinbauen und hier halt dieser Salon. Das ist einfach so, so wunderschön. Dieser Salon, dieser Blick in den Salon mit dieser weißen Holz und diese eine wunderbar durchsichtige Decke. Oh la la. Ich bekomme einen Orgasmus von die Auge. Okay. Ich kann nicht aufhören. Ich mach weiter. Ich klopfe jetzt hier noch so lang Stein, bis die Axt aufgebraucht ist. Klonk. 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 Aber jetzt. Und jetzt? Immer noch nicht. Jetzt. Dann hüpfe ich über das Blumenwiese. Oh la la, ist das schön hier. Und mach noch kurz hier diese Veranda zu. Cobblestone. So, dann könnte ich eigentlich rausklopfen. Hatte ich denn noch eine? Ja, ich hatte noch eine Axt. Ich hatte noch eine Axt, ich wusste es.
Dum, 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 dum. Hey, wunderbar. Dann das da und das da noch. Ja. Da könnte ich eigentlich den Pfosten noch wieder ganz runterziehen. So zwecks Stilechtheit. Hier eigentlich auch. Ganz runterziehen. Ganz runterziehen bis zum Dreck. Nein. Obwohl, so ein Cobblestone ist eigentlich auch mal nicht verkehrt. Schaut das nicht ganz so perfekt aus. So. Ja, wunderbar, hey. Dann werde ich das hier noch ein bisschen abebenen und das kann ich mir gleich nochmal markieren. So, hier runter. Und dann muss hier die Treppe rein. Gut, und damit hätten wir jetzt noch ein relativ schönes Haus. Soweit den Grundriss und so. Und mit der untergehenden Sonne baue ich hier noch kurz den Dreck auf dem Weg, den wir nicht brauchen, weil wir eine Treppe haben. Blicken wir der untergehenden Sonne entgegen, über unseren Dreckpalazzo an den Horizont und genießen die Abenddämmerung. Ist es nicht schön auf dieser Welt? In dieser Gegend? Wir sehen den aufgehenden Mond und damit sag ich, wir sehen uns.